Einen wunderschönen guten Tag zurück zu LS17 Projekt Oberlausitz. Erstmal die Geräte wieder anmachen. Bevor ich es vergesse. Jetzt werden wir die Silage holen und in das Silo packen. Das war so jetzt der Plan von mir. Zack, zack. Schubidubidub, schubidubidub. Ich hoffe, ich krieg den hier auch noch. Aber den habe ich gekriegt, wunderbar. Ja. Den 30. holen wir uns jetzt auch noch. Da haben wir dann auch schon mal da alles weg. Transportstellung.
Einmal abkuppeln. Ankuppeln. Doch. Ist ja egal. Ups. Ja, so läuft der Hase. Wird zwar jetzt nicht viel passieren hier in dem Video, aber egal, ne? Da ich ja gesagt habe, ab sofort 15 Minuten pro Let's Play. Zumindest bei den LS17 Let's Plays. Wird das auch so bleiben? Alles nicht so einfach, alles nicht so einfach.
Was mich halt noch gleich interessieren wird, oder was mich allgemein interessiert ist, wo kommt die Wolle hin? Für unsere Schafe. Von unseren Schafen. Für unsere Schafe. Wo kommt die Wolle für unsere Schafe hin? Ist klar. Nein, von unseren Schafen, wo die hinkommt. Wo die abgelagert wird. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, die das hier gucken, die LS-Teile, wissen selber, dass es nicht immer so ist, dass man hier ansieht und, ne? Ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis, weil anders geht es halt auch nicht, ne? Man kann nicht immer nur dreschen. U-Bahn, Ansehen mähen. Man muss ja auch mal was für die Tiere tun. Was ich gerne noch hätte, glaube ich, am liebsten wäre so ein ganz kleiner Anhänger, was weiß ich nicht, wo nur ein paar aufpassen für die Versorgung der Tiere halt, ne? Wobei ich mir dann sage, naja gut, irgendwann haben wir mehr Viecher, dann brauchen wir auch wieder einen größeren Anhänger, also behalte ich jetzt die beiden Anhänger, Kipper mit 21.000 noch was. Alter, wäre geil, wenn diese 30 Ballen noch reingehen würden. Weil dann kann ich den ausladen und gleich nämlich noch die. Wie heißt es jetzt? Die Stroh- und die Heuballen reinklatschen noch. Also wenn wir das jetzt hier, den letzten Silageballen hier drin haben, werden wir erstmal das auskippen. Die Silage ins Silo. %100. Also mehr als 30 Ballen gehen also auch nicht in den Anhänger rein, okay. So, ich kann den jetzt nicht.
So, bei dem 500 kann ich auch das Fenster aufmachen. So, bevor wir jetzt aber dieses Let's Play beenden. Moment. Kann ja schon mal den Strohballen hier hochnehmen. Fahren wir noch mal zu den Schafen. Weil ich gerne. Sind das jetzt die Schafe? Weil ich gerne wissen würde bei den Schafen, wo denn. Ah, hier hinten, okay. Gut zu wissen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Also wissen wir schon mal, dass hier hinten, wichtig, wichtig, die Wolle für den Verkauf steht. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und im nächsten Video wird es dann halt mit dem Stroh und dem Heu weitergehen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Also bis dato. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.